Herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Culling mit Kunran. Hallo, Dankart. So, wo bin ich denn gespawnt? 230 Meter von dir entfernt. Ich laufe einfach mal direkt in deine Richtung. Wo gehst du hin? Airport hier, oder? Ja, ich gehe zum Airport, ja. Gut, dann können wir uns hier treffen. Oben ist ein Fangcontainer, Okay. Habe ich von der anderen Seite nicht gesehen. Ah ja, da. Na, hätte ich vielleicht sogar sehen können. Of runs. Toilette zu. Natürlich keine grüne Kiste hier oben. Ne, hier ist auch noch nichts in den Schränken. Da hinten ist noch ein Medizinschrank, der ist glaube ich noch zu. Ja, ich bin auch noch hier beschäftigt. Ach, ich hab einen Rucksack. Der ist nachgespawnt. Alarmgun. Kann man immer verkaufen. Alles in allem war hier nix. Guck noch einmal die Schränke hier durch, ob hier noch was nachgespawnt ist. Nee. Dann verkaufen gegen ihn zu Pump. Naja. Immerhin Rucksack, wollte ich sagen, aber irgendwie. Irgendwas waffenmäßiges lieber gewinnen. Gehst du geradeaus, wo der Kiste hier liegt? Kann ich machen, jo. Ah, da, ja. Ich hab eine Eispicke. Zwei Leute sind. War deine Ausdauer, wenn nicht, dass die jetzt kommen und du nicht wegkommst. Body Armor. Ich glaube, die da sind drei Leute, die verfolgen sich sowieso gegenseitig. Das waren die nicht. Ich würde sagen, du bekommst erstmal deinen Airdrop, oder? Wir schon 50. Vom Haus ist wie immer ein Gascontainer, den kannst du dann gleich noch anmachen vielleicht. Ja, wo wollen wir hin? Warte, liegt oben drauf was auf dem Dach? Ich will jetzt hoch. Schon nicht sein. Mach euch schon an. Ne, oben ist nix. Dann gehen wir hier Kanäle. Ich bin natürlich falsch schon runtergesprungen. Oh, ein Fangcontainer ist oben auf der Brücke. Ich muss noch so einen kleinen Bogen ums Gift machen. Ah, unter der Brücke kämpfen welche, da können wir abstauben. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst. Ja, ich bin nicht weit hinter dir, aber ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Der muss doch auch gekämpft haben, das war doch ein Low-Weapon-Speer. Da waren auf jeden Fall drei hin unterwegs. Ja, ja, ist low. Und der rennt gerade zu seinem Kumpel. Schön. Der andere kommt. Oder? Nö, ja, selbst wenn nicht, den hau ich direkt um. Wenn er wirklich alleine sein sollte, dann kommen wir eh hinterher. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass der Solo ist. Also wie gesagt, da lag ein T1 Hammer links am Rand, wo ich gerade vorbeigerannt bin. Okay. Ah ja, ich sehe ihn. Der hat auf jeden Fall mehr Ausdauer als ich. Ja, boah, der ist ja noch fast voll, krass. Egal, du bist ja gleich da. Ja. Ich spare gerade ein bisschen Ausdauer. Solange er mich... Schubs. Da kann ich ja nicht, glaube ich. Zumindest passiert nichts, wenn ich ihn schubse. Jetzt. Er hat gar keine Ausdauer mehr. Er hat noch gut. Also er kann auf jeden Fall länger rennen als ich. Hau du ihn um. Alter! Komm, ich hab ihn geschubst. Nochmal.
Das gibt's doch nicht. Jetzt der nächste. Jetzt hast du mich getroffen. Hier. Hier. Ja, ich mir aber auch dem hier einen Schritt. Okay. Noch ein paar Bandagen. Ach, scheiß drauf, ey. Ich hab jetzt die ganze Zeit schon eine Bandage dabei. Ich hab hier keinen Bock, die immer mitzuschleppen. Nächster Gegner ist über 100 Meter Richtung Mitte. Ja, ich kann meinen Airdrop rufen. Was hast du bekommen? 110 habe ich jetzt auch schon. Da würde ich fast sagen. Die sterbenden Kinder, die ihr im Hintergrund hört, ist draußen, die spielen da. Hier sind doch Schritte. Hier kommt einer. Kannst du zu mir ein bisschen kommen? Ja, ja. Du kannst dich mal umschauen. Er ist alleine. Ja. Lol, der Pulli ist auf einmal rot, komplett. Ich hatte dann einfach einen rot angezogenen Pulli jetzt. Hier ist noch ein Mail-Checker. Oh, eine richtige Mandate, schön. Warte mal. Ah, der Pulli andersfarbig. Hitboxen sind da irgendwie cool. Also das Schubsen funktioniert, trackt manchmal einfach nicht richtig. Das ist extrem schade. Ja, ja. Es stimmt momentan einiges nicht. Es ist ja nicht nur, dass das Kampfsystem einfach nicht. Wartezeit war mittlerweile noch länger, leider. Also es dauert wirklich jetzt ab. Single geht bestimmt immer noch ganz gut. Also für die Leute, die Solo spielen, ich kann mir schon vorstellen, dass das immer noch nice ist. Aber Team, wo du sonst auch keine Wartezeiten eigentlich hattest. Das dauert jetzt schon immer ein bisschen. Hat gerne einen Pfeil auf mich geschossen? Ich hab nix. Ich bin nicht genau in deiner Nähe. Gehört habe ich nichts drüber, das muss nichts heißen. Wie gesagt, ich höre hier irgendwelche Kinder die ganze Zeit rumschreien. Da weiß man nicht, ob das hier irgendein weiblicher Charakter ist, der ingame auf die Fresse bekommt. Komm schon. Alter, wollt ihr mich verarschen? Hier, doch, hier ist was drin. Mal nochmal Funk. Ah, shit. Mein Airdrop könnte geklaut werden, ohne dass wir es sehen. Okay, das ist nicht gut. Ich höre auch wen, der craftet aber noch. Wo bist du gerade? Ich komm zu dir. Ich hab eine Sache wird drin. Aber was hast du für eine Waffe? T1 haben wir. Hier. Ist die gelandet? Ich hab sie gehört, aber. Ich weiß, hier da, wo ich die Muscle Man hinwerfe, pass auf. Ah ja, wunderbar. $150 brauche ich für den Airdrop. Das ist machbar. 250 natürlich. Was hast du für einen? Trident, also den Speer. Ach so, wow, krass. Hast du die Muscle Man gefunden? Nee, aber ich werfe dir noch was zu. Ah, nee, ist nur ein Crafted Knife. Ja, das hatte ich. Hier hingeworfen, irgendwo. Komm. Nehmen wir den einen. Ne, 4 Credits gibt es mittlerweile, das lohnt sich. Ja, das so. Und dann verkaufe ich jetzt noch hier Iron Skin. Bin ich bei 209. Hier. Ein bisschen was fehlt noch. Ah ja. Okay, dann sind wir bei 219. Das reicht trotzdem noch nicht. Einmal Funk. Dann könnte ich, wenn ich meine Tier-2-Waffe verkaufe, könnte ich ihn rufen. Ja, lohnt sich ja. Das ist ja eine neue. Ja. Und schon mal Ausschau halten, ob irgendwo ein Airdrop ist. Meine hat noch Cooldown. Wenn ich jetzt gleich keine Waffe habe. Moment-Tracker jetzt noch. Ach, der kostet ja nur 225. Wo halte ich meinen Man-Tracker? Wie lange hat meiner wohl Cooldown? Oder geht der nur einmal pro Match? Das ist eine gute Frage. Steht da irgendwas, wenn man sich dran stellt? Nee, das schickt gar nichts. Haben wir irgendwas hier noch im Dschungel drin oder so?
nee. Komm schon, jetzt brauche ich auf jeden Fall meinen Airdrop, sonst bin ich ziemlich am Arsch. Läufst du mir hinterher? Ja. Ja, ich habe mir jetzt mal den T1-Speer hier mit, den Crafted Spear mitgenommen. Bleib mal leise. Nee, ich meine, ich höre hier die ganze Zeit wen. Ich gehe jetzt weiter. Ja. Komm schon. Ah, da unten craftet einer. Lass mich, wenn vorgehen, damit ich halt abhauen kann, wenn ich wen sehe. Ich habe noch einen Explosive Runs, also. Sondern selbst wenn wir hier den Airdrop rufen, der steht halt daneben an. Ah, oh, da ist ein Explosive. Hier ist halt also eine immer Kiste. Noch keine Airdrops. Und ausverkauft leider. Hier unten ist ein Airdrop. Platz an sich ist auch nicht so schlecht. Leben noch 6 Leute. Und ein Team ist auf jeden Fall unter uns. Also ich weiß noch nicht, ob... Ich okay, jetzt. Komm. Ich sehe auch ein Team. Der craftet sich... Der macht sich voll mit Pfeilen. So, der wird 24 Pfeile haben. Okay. Was war da eigentlich jetzt noch mit drin? Body Armor, die kannst du haben. Ich hab schon. Oder ist das ein Back? Ne, das ist Body Armor. Ich hab. Die werden auf jeden Fall hier hinkommen. Was machen wir, wenn die kommen, abhauen oder was? Ja, müssen wir. Wobei. Ne, ich hab. Macht keinen Sinn zu kämpfen. Ist das da hinten unser Airdrop oder ist das ein Random? Das ist unser. Der fliegt halt auch so, dass ihn jeder sieht. Der ist aber sehr schnell. Dafür ist er doch nicht zu schnell. Hier. Ja, ja. Wo willst du hin? Die Body Armor, ja? Ja, wie gesagt, ich habe volle Body Armor an. Ja, das Pump, also. Ja. Angemacht wurde er doch, oder nicht? Ne, lass mal hier an den Sewers warten. Hier ist der dichteste Wald. Da sind sogar noch die anderen. Bleib mal kurz stehen. Die kommt zu uns, lauf mal weiter. Lauf mir hinterher. Ja. Noch ist ja nicht Map. Ja, doch noch. Nee, hier müsste man durchkommen. Hier müsste man durchkommen. Nee. Doch. Oh, doch, hier kommst du durch. 2 Ticks. Oder? Ich glaube. Ist schon. Aber in den Sewer ist doch noch nicht Map-Ende, oder? Ist es noch nicht, nee. Alter. Wo bist du denn? Okay. Bin an einer anderen Stelle rausgelaufen. Ja, ja. Ist aber immer noch besser als zu kämpfen gerade. Also wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und dann kommen nämlich die anderen und stauben uns ab. Ihr dürft ja keiner sein. Die beiden, die wir gesehen haben, waren nicht die, die den CF-Dingens angemacht haben. Die können jetzt halt maximal hinterherkommen. Ja, ich denke, die werden das nicht riskieren. Die werden höchstens warten, bis das Gift weg ist, was jetzt der Fall ist. Ah, der Baseballschläger war immer so lange für Holz. Gibst du die Map kleiner? Aber jetzt geht's ja erst los. Ich bin jetzt gleich voll. Ich bin voll, ich mach mir jetzt noch 2 Bandagen, weil ich Platz hab dafür. Eventuell hilft's. Vor allem wenn... Nein, nicht einen Zettel machen. Vor allem wenn die ja mit dem Bogen unterwegs sind. Und die irgendwie eröffnen, kann man sich eventuell die Blutung nochmal stellen. Also ich habe immer noch den Man-Tracker. Ja, ja, sag mal, wo 100, die ersten sind. 100 Richtung Mitte. Beziehungsweise so leicht rechts von der Mitte von uns aus. Komm mal gleich zu mir und mach dann nochmal. Jo. Immer noch Mitte. Also hier? Richtung Mitte. Immer noch, also es ist Richtung Nordost. Ist denn immer das gleiche Team sehr wahrscheinlich für dich? Ja, naja. Ja. Das hier auf den Stein. Jetzt ist, warte, jetzt ist es nach links geschwungen. Könnten da beide sein. Aber das ist kein Safe Call.
Ja, wir gehen hier an dieses Teil. Ja, die Nadel ist immer noch da. Braucht keine große Bewegung. Sind denn überhaupt noch drei Teams drin oder ist das andere schon irgendwie gestorben? Nee, es sind noch drin. Ja, ja. Warte mal, jetzt ist links, weiter links eins näher. Komm mal zu mir. Jo. Und dann sei mal leise. Einer bewegt sich. Die craften Holz links auf der Insel. Also Richtung Mitte ist auf jeden Fall das nächste Team. Ja, das kann sein. Ich will zum großen Stein. Aber so, dass wir nicht gesehen werden oder gehört werden. Ist das schon das Mittelgas? Nee, warum kommt denn das? Das ist strange. Das ist ein Giftcontainer. Komm auf uns zu. Langsam. Nein, nein, warte. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Nicht bewegen. Die suchen weiter. Jetzt aber die Explosion könnte die... Die haben ja Credits geholt mit der Explosion. Ja, die gucken jetzt auch dahin. Ja, ja, die gucken. Also die anderen sind an dem anderen Haus links. Wenn da noch Gascontainer... Die rennen da jetzt auch hin. Vielleicht sollten wir mitgehen. Warte, die schießen jetzt. Nicht bewegen kurz. Nicht bewegen, ja. Der macht weiter Credits. Versteck dich mal, dass der dich nicht sieht, der Nackte da links im Wald. Der macht sich neue Pfeile. Das sind die mit den... Die haben 48 Pfeile, werden die haben. Und da rennt er wieder in die Mitte zurück. Er guckt genau in meine Richtung, aber ich bewege mich einfach mal nicht. Vielleicht hat er mich nicht erkannt. Ah, ich sehe die anderen beiden. Okay. Also ich habe jetzt drei Leute. Ich habe alle vier im Bild gerade. Okay. Vom Equipment her hat er eine, glaube ich, hier ein Blasrohr, T2-Speer. Die haben aber auf jeden Fall gute Bögen. Die anderen kann ich nicht sehen. Die anderen sind jetzt auf der anderen Seite der Mitte von uns. Okay. Also wir sind ja hier jetzt im Süden, die sind im Norden. Die stehen da. Wir greifen mal einfach nicht ein. Lass sie erstmal ihre Pfeile verballern. Die müssen ja vielleicht gar nicht neu craften und so. Das Ding hört ja eh hier auf. Das Gas. Hat der auf dich oder auf irgendwen anderen? Nee, nee, der hat auf den anderen geschossen, okay. Der flog nur rüber. Achtung, yeah. Einer kommt von. Nee, die fallen sich. Die meinen, ich werde neue Pfeile. Oh, ein Katana hat der. Na gut, du hast ja auch eine gute Waffe. Ich sagen, ich habe auch einen T4-Waffe. Und er hat wieder volle Pfeile. Jetzt können wir langsam in die Mitte sneaken. Wir müssen nicht zu schnell sein. Nee, nee, einfach straight, weil die sind wirklich auf die anderen fokussiert. Langsam. Warte, jetzt kurz rennen, weil Wasser ist lauter. Leise. Wir schießen nicht. Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Er macht sich wieder links Pfeile. Der andere steht oben und guckt. Wieder langsam hoch. Ich guck wieder rüber die Klippe. Ich muss an diese Ecke da rankommen. Das mach ich jetzt mit dem Sprung. Zack. Psch, Konrad. Ich guck einfach hier unten. Ein Pfeil flog jetzt bei uns. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Also auf mich nicht. Mich können sie nicht sehen. Psch, verstecken, verstecken, verstecken. Er hackt sich wieder neue Pfeile. Er hackt sich schon wieder Holz, ey. Ja, ja. Oder ja, lass wieder. Können die da mal ein bisschen rumballern? Er kann mich gesehen haben! Okay. Man kann ja nicht um Ecken pieten. Soll ich mich eben im Gift umbringen? Dann kann ich das. Hat er mich gesehen? Nein, er hat mich nicht gesehen. Er zählt immer noch in die andere Richtung. Nicht bewegen. Wann wird die Map kleiner? Bei 5? Ja, oder? Ja, müsste gleich sein. Aber dann ist ja immer noch nicht Standing Room. Nee, only. Nee, aber dann kann man zumindest keine neuen Pfeile mehr machen. Die klappen jetzt aber nochmal Pfeile. Ich sehe sie. Da unten. Wir bleiben Def. Jo. Dann spielen wir das halt locker. Taktisch, wie manche sagen würden. Nur, dass ja nur, weil das Kampfsystem so kacke ist. Ja, wenn wir kämpfen, töten die anderen uns. Damals hätten wir alle fertig gemacht. Hätten wir mal gegen 4 gekämpft. Die Map wird immer noch nicht kleiner.
Oben auf der Mitte. Oh, nicht bewegen. Solange wir... Jetzt. Der könnte mich... Sollen die halt ihre Pfeile schießen die ganze Zeit? Jetzt gibt's ja gleich keine andere Pfeile Seite mehr. Von mir ist? Also sind genau auf der gegenüberliegenden Seite der Mitte? Ich wurde gesehen, aber von Team 3, nicht von denen, die wir eigentlich verfolgen. Ich bin immer, also das eine Team, wo wir im Rücken hängen sozusagen, die wissen immer nicht, dass wir hier sind. Der explosive Pfeile, Alter, krass. Die hast du sonst da kann doch kein Barrel gelegen haben. Wie ist denn da oben was explodiert? Crafted Dynamit. Okay, jetzt geht's los. Komm, komm ran, mir nach. Bin auf dem Weg. Einer ist runtergesprungen, das ist gut, dann bleiben wir oben. Komm, nicht, dass du von den anderen angeschossen werden kannst. Komm wieder zurück ein bisschen. Wir bleiben ruhig hier. Geh in deine Säule. Geh in die rechte. Unten ist einer. Der geht jetzt einmal durchs Gift wahrscheinlich, um hochzukommen. Die haben hier ganz viele Explosives. Die haben explosive Pfeile. Noch bekämpfen sich die beiden Teams. Der eine... Nee, der eine... Ich schicke immer mal eine Nachricht rüber. Achtung, jetzt kommt Feinde hier rüber. Egal, aber das andere Team, Team 3, schießt immer noch auf Team 2. Wir haben noch, also ich habe bis jetzt nur einen Pfeil abbekommen. Willst du eine Bandage abhaben? Ich habe selber zwei, aber okay. Für einen Pfeil sind 10 AP. Okay. Die können auf jeden Fall nicht mehr craften und die schießen eigentlich schon ganz gut. Ich habe noch 18. Oh, jetzt schießt Team, jetzt wissen beide, wo wir sind. Ja, aber die sind, glaube ich, vorsichtiger jetzt, was ihre Pfeile angehen. Ja, wenn du blockst, alle sechs oben. Bist du, glaube ich, trotzdem weniger Schaden. Da war ein Treffer auf jeden Fall. Also nicht am mir, sondern... Oh, spannendes Spiel hier. Also ist ganz interessant. Aber man muss ja wirklich sagen, ist wirklich ganz interessant. Das ist gerade echt spannend. Aber ich glaube, vor Standing Room wird halt nichts passieren. Ja, aber wir sind leicht im Vorteil. Wer weiß, was sie noch für C4 oder sowas haben. Wenn die Dynamite oder so haben, dann sind wir im Nachteil. Aber von dem... Jetzt setze ich nochmal einen Pfeil. Komm schon. Ihr seht das rechte Team gerade gar nicht. Doch, doch, die sind immer noch da. Ah ja, da. Das linke Team aber auch. Hm, jetzt geht's los. Oh, da flog noch mal Pfeile. Oh, jetzt schießt auch das andere Team auf mich. Blocken wieder. Gift. Ja. Wir stehen halt... Ja, okay, keiner steht mittig. Alle stehen mittig. Das ist ein Dreieck. Ich glaube, rechts hat weniger Pfeile. Wir drehen mit im Kreis. Zwei sind schon runtergegangen. Gehen wir auf die oben? Ja. Seh nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wir müssen runter. Oh, fuck it. Bandage. Bei mich im Gift mit Bandagen gegen. Komm. Ja, haben wir. Easy! Das war ziemlich geil. Haben wir mal wieder schön runtergespielt, Leute. Oh, ich hoffe, das seht ihr genauso. Guck mal, wie viel killst du? 5 Stück. Ich habe 2, haben wir wieder 7 gekillt, obwohl wir sehr defensiv gespielt haben am Ende. Oh, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da schaut bei Kunran vorbei, lasst ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Tschüss.